freuen Sie sich mit uns auf unsere große Top 10 Show. Und da sind heute die beliebtesten 10 Produkte bei uns bei Pearl TV vertreten. Das sind wirklich Kracherprodukte. Das müssen wir ganz klar hier an der Stelle sagen. Kracherprodukte vereint in unserer großen Top 10. Und ich will auch gar nicht lang um den heißen Brei reden. Ich weiß, Sie sitzen schon ganz nervös auf dem Sofa. Naja, die blieb ja lange Zeit aus unserer Top 10 Show. Deswegen starten wir gleich mit unserem ersten Platz. Und da kann ich sagen, mit unserem ersten Platz verpassen Sie nie wieder jemanden, der vor der Tür steht. Egal, wo Sie sind, hier ist unser Platz Nummer 10. Du wirst das bestimmt auch schon mal festgestellt haben. Ne? Du wartest den ganzen Tag auf ein Paket und bist nur mal fix, danke Diana, im Keller, weil du was holen willst und schon hast du den Postboden verpasst. Ne? Ganz genau, so sieht's aus. Oder man war vielleicht gerade mal in dem Augenblick in der Küche, Dunstabzugshaube. Ist ja auch nicht gerade immer unbedingt die leiseste. Ja, und dann kann man es tatsächlich einfach mal nicht hören. Oder vielleicht wohnen Sie ja auch in einem Haus, wo Sie sagen, im Keller, im ersten Stock, im Dachgeschoss, wo auch immer, hört man es vielleicht nicht wirklich so. Da haben wir eine Lösung für Sie. Sieht so aus. Genauer gesagt, sieht es eigentlich so aus, ich schiebe mich da so ein bisschen mal mit ins Bild, denn Sie bekommen jetzt das komplette Set. Das hier, das sind zwei Empfänger und das hier in der Mitte, das ist ein kinetischer Taster. Bedeutet, der braucht keinen Strom, der braucht keine Batterie, der braucht gar nichts, der versorgt sich selbst mit Strom. Ganz einfach, indem man ihn niederdrückt und dadurch wird dann genügend Energie erzeugt, um ein Funksignal an diese beiden Empfänger zu senden. Einen stecke ich jetzt mal ein, damit wir uns den auch mal anhören können. Ich habe hier vorne schon mal eine Wand simuliert mit Steckdosen. So sähe das also auch bei Ihnen aus. Und dann können Sie sagen, den ersten, den packe ich jetzt in die Küche, den zweiten in den Flur oder in den Erdgeschoss, in den ersten Stock oder wo auch immer. Oder die zweite nehmen Sie vielleicht überall hin mit, wo Sie hinlaufen. Also völlig wurscht. Und dann, wenn du vielleicht einfach mal drücken magst, tada, da sehen Sie dann schon, schwupps, haben Sie jetzt hier Ihr Signal. Und zwar so laut Sie möchten, wann Sie möchten. Und vor allen Dingen, wo Sie möchten. Das ist ja das Entscheidende. Jetzt können wir noch eines hier umstellen da vorne. Eigentlich zwei Dinge. Also zunächst mal kann ich hier die Lautstärke beeinflussen. Und zwar in 4 verschiedenen Stufen. Ich kann mir eine Melodie aussuchen. Da haben wir dann sage und schreibe 58 insgesamt zur Auswahl. Vom klassischen Ding-Dong bis hin zu einer Melodie Ihrer Wahl. Der Kracher aber ist, Sie können sich jetzt auch noch mal entscheiden, ob Sie hier unten im Modus, das ist die dritte Taste, die wir hier sehen, dass wir hier zum Beispiel jetzt sagen können, ich kann jetzt nur klingeln, also ohne das Signal. Ich kann nur das optische Signal, also das Blinken in diesem Fall. Oder Standlicht und Ton, beziehungsweise Blinklicht und Ton. Das sind die 4 Optionen, die Sie haben. Ist natürlich dann ideal, wenn Sie sagen, ich habe da gerade die Enkelchen zu Besuch. Die haben sich gerade hingelegt und schlafen. Endlich! Hatte man mal ein bisschen Ruhe. Ich kenne das von Bekannten. Ich bin ja zweifacher Partneronkel. So, endlich ist da mal Ruhe. Und dann kommt natürlich passenderweise just in diesem Augenblick dann der Postmann. Will man natürlich nicht. Das heißt, in solchen Situationen schalten Sie einfach um auf die rein optische Signalisierung. Und dann haben Sie das akustische Signal noch. Nur das akustische Signal unterdrückt. Optisch sehen Sie ja dann, da klingelt es ja gerade. Oder wie gesagt, laute Umgebung, wenn man sowieso nichts hört. Sei es jetzt, wie gesagt, Party, sei es Kochen, Staubsaugen, irgendwas. Aber das Blinklicht bzw. wahlweise das Dauerleuchten, das sieht man ja trotzdem, egal wie laut oder wie leise es ist. Also da können Sie auswählen, wie Sie mögen. Und das Ganze mit einer Entfernung von bis zu, Moment, jetzt muss ich einmal spicken, 150 Meter Reichweite. Also vom Taster bis zu Ihren Signalempfängern, bis zu diesen beiden, die Sie in die Steckdose packen. 150 Meter, das dürfte für die allermeisten Haushalte locker ausreichen. Oder Ferienwohnung oder Caravan oder was es auch sei. Das komplette Set gibt es für 25,56 Euro. Das ist ein Kracher, liebe Zuschauer. Das heißt, eine Funktürklingel und 2 Steckdosenempfänger. Und das mit der PX3395 und der 569. Hier sehen wir auch noch mal das optische Signal. Und das ist genial. Vor allen Dingen, ich brauche hier keine Vorkenntnisse. Ich muss niemanden kommen lassen. Kein Elektriker, der mir dann irgendwie Kabel verlegt, einfach nur ankleben
beziehungsweise das hier ab in die Steckdose. Das geht schon richtig gut los an unserem ersten Platz. Unser Platz Nummer 10 kann man definitiv gebrauchen. Wobei ich sagen muss, unser nächster Platz muss ich auch nicht verstecken, denn hier reden wir jetzt von Markenqualität, von Spitzenqualität zum ganz kleinen Preis. Die Rede ist von Platz Nummer 9. Sicherlich auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben und jetzt nach und nach stellt man plötzlich fest, alle Geräte gehen kaputt. Das ist ja echt so, wenn ein Gerät kaputt geht, dann gehen alle kaputt. Waschmaschine, Kühlschrank und meistens auch die teure Technik, die Notebooks oder Computer. Und da kommt unser geprüfter Leasing-Rückläufer doch wie gerufen, oder? Aber hallo und vor allen Dingen, das ist ein Maschinchen, sage ich Ihnen. Also das ist jetzt eine Workstation. Das heißt, sowas ist quasi der Desktop-Rechner zum Mitnehmen. Also wenn Sie sagen, ich habe keinen. Der Desktop-Rechner, der hat gerade letztes Jahr den Geist aufgegeben. Oder wo Sie sagen, nein, der ist ja schon 18 Jahre alt, das ist vielleicht nicht mehr ganz das Richtige. Ja, dann können wir hier einfach, ich versuche es gerade mal so ein bisschen blendfrei jetzt hier reinzubekommen, dass wir uns das anschauen können. Dann sind wir mit so einer Workstation richtig, weil wie gesagt, die ist Desktop-Rechner und mobiles Notebook in einem. Zunächst großes Display hier jetzt mit 17,3 Zoll, das heißt 44 Zentimeter. Ich hatte da schon Fernseher, die so ein Format hatten. Also das ist wirklich jetzt für Multimedia, für Gamer natürlich und so weiter super interessant. Das ist mal das eine. Dann können wir natürlich jetzt zum Beispiel auch mal über die Qualität an sich reden. Ich klicke das einmal kurz hier weg, dass wir uns das mal anschauen können, weil das muss man gesehen haben. Schauen Sie sich das mal an. Jetzt hier allein diese Verarbeitung mit diesen Scharnieren, wie das hier alles aufgebaut ist und natürlich auch, wie edel das Ganze hier aussieht. Schauen Sie sich das mal an. Wow. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das hier, dieses Logo auf der Rückseite, das leuchtet so dunkelblau. Also auch super edel, mega schick. Oder auch von der Ausstattung her zum Beispiel. Da ist jetzt eine 1 TB Festplatte drin. Ein Intel Core i5 als Prozessor. 8 GB Arbeitsspeicher. Sogar erweiterbar, falls Sie das in ein paar Jährchen mal möchten, auf bis zu 32 GB. Hier sehen wir es gerade noch mal im Überblick. Und vor allen Dingen eine dedizierte Grafikkarte. Das ist auch sowas, was man ja normalerweise nur in so einem Desktop-Rechner drin hat. Also nicht einfach nur so ein Chip auf dem Board. Hier sehen wir es gerade noch mal im Überblick auch. Bin da gerade bei der ersten blau hinterlegten Zeile, ATE Fire Pro. So, die hat noch mal 1 GB superschnellen Grafikarbeitsspeicher zusätzlich drauf. Das heißt, wirklich wie in Ihrem Desktop-Rechner eine dedizierte explizite Grafikkarte. Das heißt, wenn Sie da Fotobearbeitung, Videobearbeitung, Spiele natürlich auch vor allen Dingen für Gamer prädestiniert, wenn Sie sagen, irgendetwas, was viel mit Grafik zu tun haben, wenn Sie solche Anwendungen haben möchten auf Ihrem Mobilrechner bzw. auf Ihrem Desktop-Ersatz, ist dieses Gerät hier absolut das Richtige. Jetzt ist eine Workstation normalerweise wirklich was Kostspieliges. Ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf. Ich glaube, eine UVP von 2.500, ja, 2.600 Euro. So, geht man ja normalerweise im Laden ganz schnell dran vorbei. Also, geht ja überhaupt nicht. Bei uns jetzt als general überholter Leasing-Rückläufer, natürlich mit 24 Monaten Gewährleistung auch, da wird das Ganze eine ganz andere Liga. Da kann man ja mal sagen, ja, für den Preis schlage ich doch mal zu. Ja, also es geht entweder bei pearl.de für einen gewissen Preis, den wir uns mal anschauen. Hier sehen Sie es knapp 650 Euro. Auch das ist ja schon ein Kracher. Oder aber nur jetzt und die nächsten 2 Stunden bei uns bei Pearl TV für 599,50 Euro. Mir fehlen da wirklich die Worte. Das ist ein Arbeitstier der Extraklasse. Das ist ein HP. Alleine wenn ich schon lese, i5-Prozessor, da lacht einen doch das Technikerherz einen doch an, oder? So sieht's mal aus. Ja. Und ich habe noch 2 Bonbons für Sie. Erzähl. Wir hatten schon mal kurz angerissen hier Festplatte. 1 TB, also gigantisch groß, mehr als 1000 GB bei einem Mobilrechner. Das ist eine Neuware. Der Akku, der hier drin steckt, Neuware. Also bei unseren general überholten Leasingrückläufern ist es ja so, das sind ja Geräte, die mal geleast worden sind von einem großen Unternehmen, aus steuerlichen Gründen natürlich. So, und dann läuft so ein Vertrag ja irgendwann aus, meist so nach 2 Jahren, plus minus. Die gehen dann zu unserem Partner, das ist ein sogenannter Refurbisher.
Das ist jetzt einfach ein Spezialist, der sich darauf spezialisiert hat, solche Geräte zu übernehmen, zu putzen, auseinanderzunehmen, vor allen Dingen auch im Labor alles durchzumessen. Oder zum Beispiel auch so ein Keyboard, wenn jetzt da mal eine Taste ein bisschen abgeschmirgelt ist, kommt da gleich eine komplett neue Tastatur rein. Vor allen Dingen aber messen die halt alles durch. Den Prozessor, den Akku, den Arbeitsspeicher, einfach alles. Und schauen auch, wie ist das optisch. Am Ende wird dann alles bewertet und dann gibt es dann erste, zweite, dritte, vierte und fünfte Wahl. Wir bei Pearl TV nehmen aber ausschließlich erste Wahl, weil nur erste Wahl ist halt optisch so, dass man das auch mal verschenken kann. Also von einem Neugerät fast nicht mehr zu unterscheiden. Schauen Sie sich das gerne mal an, hier in 4K UHD. So sieht das aus. Egal, ob Sie es selbst nutzen oder verschenken wollen, das ist eben cleveres Kaufen. Plus nochmal 24 Monate Gewährleistung. Genau. Also wirklich alle Vorteile auf Ihrer Seite und eben halt nicht 2500 Euro, sondern 599,50 Euro. Das ist doch mal ein Wort. Das ist wirklich ein Wort. Du hast es gesagt, von einem Neugerät nicht zu unterscheiden. Das wird geprüft auf Herz und Niere, Software, Hardware, alles. Das Einzige, von was es zu unterscheiden ist, ist natürlich klar der Preis. Ja, also ich habe jetzt eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 2600 Euro oder ich zahle jetzt mal eben 599,50 Euro. Und Lutz hat das gesagt, natürlich versandkostenfrei, natürlich mit 24 Monaten Gewährleistung. Das ist ein toller Platz, Nummer 9, so könnte das weitergehen, weil wir werden jetzt preislich ein bisschen kleiner, aber das Produkt ist genauso toll, denn das sorgt nicht nur für zusätzlich Licht, sondern auch für zusätzlich Leistung und Strom. Hier ist Ihr nächster Platz, hier ist Platz Nummer 8. Für mich so ein Produkt, wenn mich da jemand fragt, für wen ist das, dann sag ich mal spontan für jeden, oder? Weil ja, definitiv. Ich danke dir, liebste Diana. Oder? Also zunächst eine Taschenlampe braucht man immer. Das sowieso. Und eine helle Taschenlampe sowieso. Strom kommen wir gleich zu. Aber zum Thema hell, einmal kurze Probe hier für Sie, weil das ist jetzt was Spezielles hier. Das ist eine sogenannte Cree-LED. Cree ist ganz einfach ein Hersteller, ein Spezialist, weltweit führend, soweit ich weiß. Ganz einfach hier, was diese ganz, ganz hellen LEDs betrifft. Also das ist nicht irgendeine LED. Das ist sozusagen jetzt das Spitzenmodell unter den LEDs überhaupt. Deswegen ist das hier so hell. Das ist eine LED, aber schauen Sie sich das mal an. Ich mache einmal kurz hier halbe Kraft und blinken geht natürlich auch und aus und dann können Sie sich das jetzt hier anschauen. Das ist nur eine LED da drin und bumm, wenn die angeht, 260 Lumen, leuchtet damit bis zu 250 Meter weit. Und dann kann ich hier auch noch einstellen, wie stark der Strahl gebündelt werden soll. Also ob es eher breit werden soll oder eher eng fokussiert, kann ich hier stufenlos einstellen. Jetzt kommen wir aber zur Besonderheit, was ich bisher noch nie zuvor bei einer Taschenlampe gesehen habe. Und das verbirgt sich hier hinten. Schauen Sie sich das mal an. Das ist jetzt nicht nur etwa zum Aufladen, jetzt muss ich einmal kurz hier umgreifen, sondern ich habe mir hier jetzt mal ein Telefon mitgebracht. Ich kann das nämlich jetzt, diese Taschenlampe, gleichzeitig auch zum Aufladen von Mobilgeräten verwenden. Schauen Sie sich das mal an. Jetzt wird mein Smartphone hier geladen. Das heißt, Powerbank und Taschenlampe in einem und das für 6,56 Euro. Das ist doch gigantisch geil. Also alleine Taschenlampe für 6,56 Euro hätte ich gesagt, ist super. Cree LED, perfekt. Aber dann auch noch mit Powerbank-Funktion. Das ist irre, das ist ein Knaller, habe ich so noch nie gesehen. Also das ist wirklich ganz fantastisch, liebe Zuschauer. Schlagen Sie zu. Klar, das hat es auf Platz Nummer 8 geschafft. Ich finde es auch genial. Eine Taschenlampe, und da kann ich nur aus Erfahrung sagen, schlagen Sie nicht nur einmal zu, sondern am besten noch ein zweites und ein drittes Mal. Ja, eine Taschenlampe im Auto, eine natürlich auch zu Hause neben dem Stromkasten und eine in der Handtasche. Da machst du ja eh nie was falsch. Nachttisch, genau. Und hey, für 6,56 Euro, das ist ein Kracher. Das ist ja das Schöne bei unseren Pearl TV Produkten. Die können nicht eben nur ein was, die können dann immer gleich mehrere Sachen auf einmal, und eine Taschenlampe, mit der ich mein Smartphone auflade, das braucht man unbedingt. Und bei uns geht's weiter mit einem Thema, ja, da trifft so ein bisschen Nostalgie auf Moderne. Und mit Nostalgie meine ich jetzt natürlich alte Medien, wie zum Beispiel die VHS-Kassetten. Wir lieben sie, wir kennen sie alle noch, ist noch gar nicht so lange her. Und wie wir das Ganze digitalisieren können, damit wir es endlich wieder anschauen können, das schauen wir uns an mit Platz Nummer 7.
Ich habe ja von meinem Papa strengstes Verbot bekommen, dass ich bei uns die VHS-Kassetten nicht mehr anschauen darf, weil die von der, danke dir, Diana, weil die von der Qualität her mit jedem Mal anschauen immer schlimmer werden. Und da kann ich jetzt sagen, hier kriegst du das, lieber Papa, ab sofort wird alles digitalisiert. Naja, ist ja schade, wenn man die nicht anschauen kann, ne? Ja, eben, weil dafür ist es ja da. Das sind ja irgendwie wertvolle Familienerinnerungen, oder? Es ist ja jetzt nicht nur die VHS-Kassette, von der wir sprechen. Bei mir war es zum Beispiel der Camcorder. Was habe ich da nicht alles aufgenommen? Ja, sowas kann man heutzutage digitalisieren. Und zwar ganz ohne Computer, ganz ohne Software und irgendwelches IT-Studium oder sowas. Das machen Sie einfach mit einem Tastendruck. Schauen Sie sich das mal an. Unsere kleine Box hier, die schließen Sie ganz einfach zum Beispiel an Ihren Fernseher an per HDMI. So, und da stöpseln Sie dann jetzt über den mitgelieferten Adapter, zeige ich Ihnen dann gleich auch mal hier. Da sehen wir, perfekt. Da stöpseln Sie jetzt zum Beispiel das Ausgangssignal von Ihrem VHS-Recorder, Player, sage ich jetzt mal dran, oder eben Camcorder. Das sind diese typischen Stecker, diesen gelb für Video und dann nochmal weiß und rot für das Audiosignal, diese Cinch-Buchsen, kennen Sie. So, das stöpseln Sie jetzt hier dran und dann drücken Sie unten rechts, da sehen Sie gerade so ein bisschen die rote Taste, das alles. Schups, da wird schon digitalisiert und dann zum Beispiel jetzt hier auf Ihren USB-Stick gespeichert. Da könnte auch eine externe Festplatte sogar dran gepackt werden, bis zu 4 Terabyte. Also nochmal, mehr als 4000 Gigabyte wären das. Da können Sie sich Ihr eigenes Multimedia-Universum draus basteln. Das ist gigantisch von der Menge her, was ich damit machen kann. Und all das über diese kleine Box. Und hier sehen wir es auch gerade nochmal. Das ist dieser Adapterstecker, von dem ich da gesprochen habe. Da packen Sie jetzt Ihr altes analoges Signal dran. Und dann wird hier gespeichert. Ich habe das jetzt mal kurz vorbereitet, deswegen können wir uns das hier mal schnell anschauen. Ah, jetzt ist es wahrscheinlich wieder im Standby-Modus, muss ich es einmal schnell starten noch. Das ist eben das Schöne hier dran, dass wir jetzt dieses Display auch gleich mit eingebaut haben. Und wie Sie sehen, kein Kabel angeschlossen, also kein Stromkabel, weil Akku. Das ist das Geniale hier. Das heißt, ich kann sogar unterwegs dann jetzt auch noch sagen, ich gehe mal hier auf den Wiedergabemodus, habe mal kurz so einen VHS-Film für Sie digitalisiert, damit wir uns das hier auch mal anschauen können. Und schwupps, klicke ich einmal auf OK und kann mir dann meine Machwerke oder was auch sonst bei Ihnen hier auf Ihrem USB-Stick sich an Film- oder Fotomaterial befindet, unterwegs mir anschauen. Zum Beispiel lange Fahrt, kennt man. Die Kids da hinten werden langsam quengelig. Mhm. Ja, packt man da was Schönes mit drauf. Ich habe ja auch Kopfhöreranschluss und was nicht alles mit dabei. So, und dann sind die erst mal 2 Stunden beschäftigt. Oder, wie gesagt, Familienerinnerung. Guck mal hier, hast du das schon gesehen, was ich da gerade entdeckt habe? Guck mal, meine Mama, Papa, sind beide jetzt nicht mehr unter uns. Deswegen ist es so toll, dass man dieses Material jetzt wirklich mal, ich sag mal, fast für die Ewigkeit ja eigentlich retten kann, weil das ist es ja immer. Diese alten analogen Signale, ob es die VHS-Kassette ist, das Camcorder-Band oder sonst irgendwas, das ist halt, ja, es ist halt analog und damit, ja, nagt der Zahn der Zeit da dran. Digital können Sie ja so viele Kopien anlegen und Sicherheits-Backups, wie Sie möchten. Oder das Material vielleicht auch bearbeiten oder zusammenschneiden. Oder sagen wir mal Hochzeit, das ist ja so ein typisches Ding. Wenn da vielleicht Ihre Tochter oder Ihre Enkelin jetzt demnächst heiratet. Mhm. Ja, machen Sie doch so ein Best-of mit den Familienerinnerungen, die Sie da noch haben auf diesen Bändern. So ein 5-Minütchen-Special zusammengeschnitten. Was meinen Sie, was da die Tränchen kullern? Das ist einfach, das sind Emotionen pur. Und nicht zuletzt, es ist ja nicht nur das alte analoge Material, was wir hier digitalisieren können. Da sehen wir es übrigens gerade, Speicherkarte, SD, funktioniert natürlich ebenso. Nein, Sie können über einen HDMI-Kanal selbstverständlich auch moderne Medien anschließen. Sagen wir einen DVD-Player, einen Blu-ray-Player, eine Spielekonsole, irgendwie sowas. Alles. Das ist eigentlich ein Alles-Rekorder. So muss man das sehen. Sogar Ihr Fernsehprogramm. Hängen Sie Ihren SAT-Receiver dran. Können Sie aufnehmen. Sogar zeitgesteuert, wenn Sie möchten. Also geht einfach alles. Denkbar einfach. Digitalisieren, aufnehmen, ganz ohne Computer, Software oder irgendetwas. Das ist einfach genial. Das kann wirklich jeder und vor allen Dingen, es kann sich jetzt halt auch jeder leisten. Ja, für 189,91 €. Du hast dann eben nicht nur riesengroßes Sortiment an Kassetten rumliegen, sondern du hast nur noch Dateien. Die brauchen ja auch viel Platz, ne? Also das ist ja auch ihr großer Vorteil. Oh, frag mich, ich habe ein Riesenregal gehabt. Ja, einmal eben, schwedisches eben. Möbelmarkt. Und ich kann das natürlich auch Sonderangebot. Im Fachgeschäft digitalisieren lassen, aber das kostet richtig Kohle und dann, die nehmen das ja pro
pro Stunde das Material. Und häufig hattest du ja früher ganz viele Kassetten. Also meine Eltern hatten da auch Schrankwände voll. Also für 189,91 €, ich glaube, das Geld ist schnell wieder drin. Und wie gesagt, nicht nur Kassetten, das ist liebevoll genannt jetzt von mir, unsere eierlegende Wollmilchsau, weil das kann wirklich so viel. Es ist genial. Und wie gesagt, hier sollte für sie nicht der Preis im Fokus stehen, sondern wirklich, dass man diese Erinnerungen rettet, dass man das auch generationenübergreifend weitergeben kann. Meine Kinder, deren Kinder und deren Kinder, damit diese Personen auch nicht wirklich versterben, sondern man hat die weiter im Gedächtnis und Kopf und somit bleiben sie eben in ewiger Erinnerung. Finde ich ein fantastischer Platz Nummer 7. Für mich ist das ja sogar immer mein Platz Nummer 1, weil wie gesagt, ich hatte damals ganz doll Streit mit meinem Papa, weil ich die Kassetten nicht mehr anschauen durfte. Ja, es gibt eine Lösung. Und wir machen weiter mit unserem nächsten Platz und der ist richtig lernfähig. Die Rede ist von einer Fernbedienung. So, und jetzt werden viele Frauen sagen, nee, also eine Fernbedienung, noch eine Fernbedienung mehr, kommt mir nicht in die Wohnung. Und falls Sie auch gerade so gedacht haben, liebe Frauen, Sie werden unseren Platz Nummer 6 lieben. Da bin ich ja auch ganz klassisch Frau. Wenn dann 5 Fernbedienungen irgendwo rumliegen, da bekomme ich schon einen Ausschlag. Ich danke dir. Jetzt, Diana hat uns nicht das falsche Produkt mitgebracht. Das ist tatsächlich eine lernfähige Fernbedienung. Sieht erstmal gar nicht aus wie eine Fernbedienung. Ne? So unspektakulär, oder? So eine kleine Blackbox. Ja, aber was die kann. Und lassen Sie sich da bitte auch von diesem Preis jetzt, der wirklich gigantisch klein ist für eine Universalfernbedienung, nicht ins Boxhorn jagen. Das ist ein Multitool. Es fängt schon mal damit an, dass jetzt nicht nur etwa in eine Richtung ein Sender verbaut ist, das heißt, dass Infrarotgeräte gesteuert werden können, sondern in allen Seiten, also 360 Grad ringsum. Also selbst Geräte, die hinter dieser Box stehen, können per Infrarot gesteuert werden. Das Ganze funktioniert über die Fernbedienung auf Ihrem Smartphone. Das ist jetzt das Entscheidende. Da laden Sie sich die App einmal kostenlos runter, gibt es sowohl für Android-Geräte als auch für iPhone, iPad und Co. So, laden Sie sich einmal runter und da können Sie dann hier zum Beispiel, jetzt sehen wir hier, Ihren Fernseher steuern. Das heißt, alles über Ihr Smartphone, das Sie wahrscheinlich sowieso immer mit dabei haben. Und da sehen Sie ja jetzt hier auch sehr schön im Klartext. Das finde ich ja das Tolle hier dran. Ganz groß beschriftet, mit großen Buchstaben. Nicht irgendwelche kryptischen Icons oder so kleiner Beschriftung, das mit, was steht da? Ich brauche mal kurz eine Lupe. So, hier, da, Lautstärke rauf, runter, Kanal rauf, runter. Das ist doch so einfach, wie man es nur will. Oder natürlich auch ganz wichtig hier in der Mitte, die Mute-Schaltung, also die Stummschaltung. Mit einem Tastendruck, zack. Und noch vieles, vieles mehr. Denn das ist natürlich auch eine lernfähige Fernbedienung. Wenn Sie da jetzt sagen, ich habe jetzt hier tausende von Geräten vorgefertigt in der Datenbank, wo ich mir einfach was raussuchen kann und sage, der und der Hersteller, das und das Modell an Fernseher, an SAT-Receiver, an Blu-ray-Player und so weiter. Das ist jetzt alles schon mit drin. Aber manchmal haben die ja so ganz spezielle Funktionen, wo man sagt, das ist jetzt vielleicht nicht mit drin oder funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstellen möchte. Dann kann ich jetzt hier auch mit dieser Zusatzbelegung selbstverständlich auch einzelne Funktionen anlernen. Also ich gehe jetzt mal zum Beispiel hier auf meinen SAT-Receiver. Wenn ich da irgendwas Spezielles haben möchte, dann gehe ich einfach hier auf Bearbeiten und sage, ja, ich möchte jetzt hier eine Funktion kopieren. Und dann halten Sie ganz einfach Ihre Originalfernbedienung einmal am Anfang auf diese kleine Blackbox und dann wird dieser Befehl angelernt. Und dann können Sie benennen, wie Sie mögen, hinlegen, wo Sie mögen. Also es ist wirklich sensationell. Und dann ist eben halt Schluss mit diesem ganzen Sammelsurium auf Ihrem Tisch. Das Beste habe ich immer noch gar nicht erwähnt. Sie können das Ganze auch per Sprache steuern. Aha. Ist nämlich auch noch kompatibel mit Amazons Sprachsteuerungs-App Alexa. Wenn Sie sowieso schon so ein Gerät, so ein Echo zum Beispiel, da jetzt bei sich im Raum haben und nutzen, können Sie sogar ganz entspannt, da brauchen Sie nicht mal mehr Ihr Smartphone, dann sagen Sie einfach, Alexa, stelle Fernseher auf stumm oder irgendetwas, was Sie halt gerade brauchen. Ich finde das sensationell und das halt zu einem Preis von 21,76 €. Ich habe ja für meine altmodische Universalfernbedienung damals rund 80 € berappt. Dim, dim. Heutzutage, genau, geht's so bequem und steuert man dann auch noch per Sprache. Ich finde das genial. Das ist einfach ein super Produkt. Und für diese Universalfernbedienung, die du gerade beschrieben hast, die sind ja auch nicht kompatibel zu Alexa, ne? Das sind ganz normale Universalfernbedienungen. Und jetzt hier für 21,76 € ist das nicht
cool. Einfach App aufs Handy laden und schon geht es los und nie mehr Chaos auf dem Tisch. Ich finde das genial. Endlich Ordnung im Wohnzimmer. Ja, und von Ordnung im Wohnzimmer hüpfen wir zu toller und bester Musik, die man überhaupt auf dem Markt findet. Gute Musik beginnt natürlich, wenn sie rauschfrei ist. Und die gibt es jetzt mit unserem nächsten Platz, nämlich mit Platz Nummer 5. Ralf sagt ja auch immer, das ist das Radio der Zukunft, DAB+. Ja, das ist auch gut so, dass das so ist, weil damit kann man wirklich rauschfrei dann auch seine Lieblingsmusik genießen. Sie kennen das sicherlich, wenn man irgendwo mal einen Sender hatte, der so furchtbar gerauscht hat, aber man wollte trotzdem nicht umschalten, weil gerade aktuelle Nachrichten liefen, die Fußballergebnisse oder. Aber Rauschen gibt es hier nicht mehr. Nee, Rauschen gibt es nicht mehr, weil es ist ja digitales Radio. Also das gute alte UKW ist natürlich auch mit drin. Wir sehen es da hinten auch noch mal an der Antenne. Ja. Aber wir alle wissen ja, UKW gibt irgendwann den Geist auf, weil dann wird da der Stecker gezogen, wie jetzt beim analogen Fernsehen. Mhm. Sie haben das vielleicht auch schon bei Ihnen. Geht ja nach Bundesland so ein bisschen unterschiedlich zu, dass man sagt, oh hoppla, auf einmal funktioniert das nicht. Seit auf einmal geht zweiten. Alles nur digital. Mhm. In manchen Ländern, richtig, so sieht's aus. Gibt es jetzt aktuell gerade wieder so eine Welle. Das wird auch irgendwann, gibt es noch keinen genauen Termin meines Wissens nach, wird auch beim Radio so passieren, dass man sagt, UKW, ist nicht mehr. Ab jetzt alles nur noch DAB, wie sich das nennt. DAB Plus ist da jetzt der aktuelle Standard. Das wird übrigens auch in den Radios vom Auto so kommen. Ich habe gerade zufällig gelesen, vor ein paar Wochen, jetzt zum Jahresanfang gab es eine Gesetzesänderung. Das heißt, da werden jetzt sämtliche Autos, die jetzt neu hergestellt und verkauft werden, auch allesamt mit DAB Plus Radios jetzt nur noch ausgerüstet. Das ist jetzt ein Muss. So. Also von daher, die Zukunft, die ist mit großen Schritten unterwegs. Und hier haben wir jetzt was Wunderbares für die Küche, für den Nachttisch vielleicht auch, weil es auch gerade ein Wecker mit dabei. Sieht sich aber, macht sich aber natürlich auch wunderbar. Zum Beispiel jetzt im Wohnzimmerregal, weil schauen Sie sich das mal an hier mit dieser diesem Holzchassis hier, was natürlich dann auch für den Klang immer, Sie kennen das von den Boxen selbstverständlich, ideal für den Klang ist. Zwei Boxen sind hier mit drin, 60 Watt Musik Spitzenleistung und eben halt nicht nur UKW und DAB, sondern noch vieles, vieles mehr. Sie sehen hier zum Beispiel, da haben wir auch einen Slot für CDs, das heißt, die können Sie selbstverständlich auch mit abspielen. Oder, wie ich das jetzt hier gemacht habe, ich schalte mal kurz ein, selbstverständlich können Sie auch per USB-Stick die Wiedergabe starten. Jetzt muss ich noch einmal hier drüben über Funktion, da sehen wir es dann nämlich auch. Ich greife mal ein bisschen weg vom, da USB ist jetzt ausgewählt. Das heißt, jetzt liest er einmal kurz die Dateien ein, die sich hier auf unserem USB-Stick befinden und schwupps, schon startet die Wiedergabe. Also auch Ihre Lieblingssongs, wenn Sie sagen, ah, im Radio momentan, selbst in digitaler Qualität, komplett rauschfrei, interessiert mich nichts. Ja, Lieblingssongs einfach mal. Oder haben Sie vielleicht im Zuspieler gesehen, Bluetooth geht selbstverständlich auch. Das heißt, wenn Sie sagen, ah, ich habe da so einen MP3-Player oder ein Smartphone oder ein Tablet, wir haben ja alle Bluetooth heutzutage, können Sie das sogar drahtlos hier drauf beamen auf Ihre Box und diese Wiedergabe. Ich mache einmal ganz kurz laut, Achtung, dass man einfach mal hört, was da für ein satter Sound rauskommt, mit was für Bässen hier. Sensationell, oder? Aber Hammer. Wecker ist, wie gesagt, auch mit drin. Ich habe auch einen Ausschalttimer. Das heißt, deswegen komme ich gerade auch prädestiniert zum Thema Schlafzimmer und Nachttisch. Wenn Sie sagen, auch abends so mit dem Lieblingssender ein bisschen einschlafen. Stimmt. Und dann kann ja nach sagen wir 30 Minuten oder 90 Minuten, wie Sie es mögen, kann das ja dann sich ausschalten. Geht einfach alles. Kopfhörer können Sie auch anschließen und. Ah, einen habe ich noch. Haben Sie gesehen vielleicht? Zwei USB-Buchsen. Hier die zweite, da steht Charge dran. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch mein Smartphone über Nacht dann gleich hier dran aufladen. Das ist doch also alles mit dabei, was man sich nur wünschen kann, zum Spitzenpreis. 113,91 €. Ich finde diesen Platz wirklich ganz fantastisch, weil ich war jetzt wirklich sehr überrascht von dem positiven Klang. Haben Sie vielleicht auch gerade gedacht, Mensch, das ist ja Wahnsinn. Wir alle sind ja heutzutage verwöhnt von Soundbars, ja. Aber unpraktisch, weil die kann ich nicht mal eben von links nach rechts und vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer einstöpseln. Da braucht schon ein bisschen. Hier brauche ich lediglich eine Steckdose und habe trotzdem
trotzdem einen fantastischen Klang, eine fantastische Optik und so viele Anschlussmöglichkeiten. Und das Ganze rauschfrei in DAB+. Der Preis ist sensationell. Unser Platz Nummer 5 hat es wirklich verdient. ZX 1777 und die 569. Und es ist aber auch wirklich eine Sahneschnitte, oder? Ja, also sieht genial aus. Kann wirklich, wie gesagt, alles, was man sich heutzutage überhaupt nur von einer Musikstation wünschen kann. Deswegen für mich, wie gesagt, das absolute Multitool. Auch fürs Badezimmer zum Beispiel. Mhm. Absolut ideal geeignet. Weil gerade da finde ich persönlich so ein bisschen musikalische Unterhaltung beim Duschen oder sowas. Ist doch genial. Und DAB Plus ist, wie gesagt, der, ja, das ist, die Zukunft ist es eigentlich schon nicht, es ist eigentlich schon Gegenwart. Das nimmt jetzt gerade so richtig Fahrt auf, nicht nur wegen der digitalen Qualität, sondern weil man ja auch deutlich mehr Sender in aller Regel, hängt natürlich auch wieder von ihrem Standort ab, aber deutlich mehr Sender empfangen kann, als man das normal über UKW-Sender hat. Unseren Platz Nummer 5 gibt es mit der ZX 1777 und der 569. Perfekte Klangqualität, trifft hier auf perfektes Design. Sie haben das, glaube ich, gerade gehört. Wobei ich finde, wenn man das live hört, klingt das noch mal besser. Und der Preis ist natürlich fantastisch, 113,91 €. Da sollten Sie ganz schnell zuschlagen. Und zuschlagen, das haben ganz, ganz viele Zuschauer bei unserem nächsten Platz gemacht. Also wir haben das erste Mal vorgestellt, dachte man, na ja, so ein bisschen unscheinbar, klein, ja. Und das war rucki-zucki weg. Das ist so beliebt bei Ihnen. Ja, ich zeige Ihnen mal, was das ist. Hier ist Platz Nummer 4. Wirklich auf den ersten Blick vollkommen unspektakulär. Und wenn man dann aber sieht, was man damit alles machen kann, dann denkt man sich so, wow, brauche ich unbedingt, oder? Ja, also das ist jetzt ein Set aus zwei selbsthaftenden Pads. Das sind so hier, genau, Sie sehen es auch gerade, so dehnbare Gummischeiben, die aber wirklich alles halten. Auf quasi allen Unterflächen. Also hier zum Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe das auch mal gehabt, vom Tablet mal ein Rezept oder sowas, dass man da einfach sagt, ich das muss das ja lesen können und will das nicht in der Hand halten. Und vor allem, ich möchte vielleicht auch nicht wertvollen Arbeitsplatz auf der Arbeitsfläche in der Küche jetzt damit vergeuden. Und die sind auch wiederverwendbar. Also einfach hier so ein bisschen unter warmem Wasser, lauwarmem Wasser so abspülen und dann sind die wieder wie neu und dann haften die wieder. Und Sie sehen ja, selbst auf so einer porösen Tapete, das ist so eine Papierstruktur, hier sieht man es nochmal sehr schön, haften die. Selbst schwere Gegenstände wie so ein Regal, wie Schlüssel, wie Werkzeug und Co. haften hier ganz einfach. Das ist eben das Schöne, dass man jetzt sowas hier einfach immer und überall, ideal zum Beispiel auch, wenn Sie sagen, ach, ich brauche so eine Handyhalterung fürs Auto. Das ist ja auch so ein Klassiker. Bloß nicht das Smartphone anfassen im Auto, Sie wissen das. Streng verboten, kostet Punkte, kostet Geld und ist vor allen Dingen auch wirklich gefährlich. Also lassen Sie das bitte. So, und jetzt pappe ich mal hier. Jetzt muss ich nur noch die Schutzfolie mit meinen nicht vorhandenen Fingernägeln abziehen. Hier habe ich das mal an die Seite dran gepappt. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so reinkriegt. So, und dann kann ich jetzt hier zum Beispiel, wenn ich sage, da möchte ich jetzt hier mein Telefon drauf. Zack, bumm. Cool. Sie sehen, so einfach geht das Ganze. Ich drehe mal den Tisch so ein bisschen nach vorne, da sehen wir es. Ja, also egal was, egal wo es haftet. Wiederverwendbar, restlos, spurenlos kann man das auch hinterher wieder runternehmen. Beschädigt absolut nichts, selbst auf dieser porösen Tapete und Co. Also bin da auch hin und weg und absolut begeistert von. Das ist genial. Und man kann es wirklich für alles benutzen. Ob das jetzt mal hier das Tablet ist, um da tolle Rezeptideen sich zu erhaschen in der Küche. Oder zum Beispiel auch so Zahnputzbecher oder auch Dekoartikel, kleine Vasen, was man da dekorieren möchte. Oder eben fürs Auto, ganz klassisch, das Smartphone, mit dem man sich navigieren lässt. Und wie gesagt, einfach hier kurz unter das Wasser halten, dann kleben die wie Bombe, hinterlassen keine Rückstände oder hier auch mal Werkzeug. Ich muss nichts bohren, ich muss nichts schrauben, keine Löcher mehr in den Wänden. Das ist so cool. Oder Spielzeug auch. Für 3,71 € bekommt man 2 Stück von den Gelpads. Ich finde das einfach Wahnsinn. Ja, wir erleichtern den Alltag und Erleichterung des Alltags, das trifft es ziemlich gut auf unseren nächsten Platz, denn da reden wir mal über das Fensterputzen und da haben wir alle keinen Bock darauf. Deswegen gibt es jetzt Platz Nummer 3. Mit
Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, weil ich wohne ja an der Straße. Normalerweise müsste ich jeden Tag putzen. Ich habe da jetzt so Gardinen davor, damit ich den Straßenstaub gar nicht mehr sehe. Das geht natürlich auch. Fensterputzen ist nicht nur lästig. Ja, du, Fensterputzen ist nicht nur lästig, sondern auch richtig gefährlich. Da sind schon viele Unfälle passiert, wenn du irgendwie vom Stuhl stürzt oder so. Hm. Leider ist es so. Also ich war auch schockiert, als ich das gelesen habe. Sogar fast rund dreimal mehr Unfälle mit Todesfolge als im Straßenverkehr passieren im Haushalt. Und Ursache Nummer eins ist nämlich da wirklich Fensterputzen, weil da klettern die Menschen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr die fittesten oder beweglichsten sind, klettern da auf irgendwelche wackeligen Stühle oder vielleicht so Drehstühle oder in der Küche auf die Arbeitsplatte und kommen nicht mehr runter oder fallen beim Aufkommen oder. Ich will gar nicht, reden wir einfach nicht drüber. Ja, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist einfach, und es muss nicht sein. Früher gab es sowas nicht. Okay, da mussten die Fenster irgendwie sauber gemacht werden. Ich erinnere mich noch an meine Mutter, die sagte immer, Junge, die Fenster müssen sauber sein, deswegen putze ich die auch jede Woche, weil das ist die Visitenkarte der guten Hausfrau. Oh. Die hat jeden Freitag ihre Fenster geputzt, komplett. Und dann so ein paar Riesendinger vom Boden bis zur Decke im Wohnzimmer. Also, oder stell dir mal vor, du hast einen Wintergarten oder so, das geht ja auf keine Kuhhaut, was das für Quadratmeter sind. Also machen Sie das bitte nicht, es geht heute so viel einfacher. Schauen Sie sich das mal an. Einfach aufsetzen, einschalten, dann findet der seinen Weg vollautomatisch und reinigt und putzt nass oder trocken, wie Sie es wünschen, sowohl innen als auch außen. Da ist so eine künstliche Intelligenz drin, die findet einfach ihren Weg, dass sie auch wirklich weiß, ah, da drüben, da war ich noch nicht, da muss ich noch mal hin oder hier ist noch schmutzig, da muss ich noch mal drüber, macht die alles vollständig automatisch. Es gibt zwar eine Fernbedienung, können Sie auch nutzen, um die manuell zu steuern, diese Putzroboter, aber brauchen Sie eigentlich nicht. Und vor allen Dingen ganz wichtig, nicht nur für die Fenster. Mhm. Funktioniert selbstverständlich auch für Fliesen in der Küche und im Bad. Für die Duschkabine, das ist für mich auch immer so ein Thema, weil mit diesen Schlieren da drauf und diesen ganzen Kalkflecken und was nicht alles. Spiegel geht alles, sogar randlos, weil es sind natürlich auch Sensoren verbaut. Lasersensoren, Drucksensoren, was nicht alles, die auch merken, ah, guck mal hier, ist da der Spiegel, das Glas, die Fliese, was auch immer zu Ende. Stoppt dann natürlich vollautomatisch. Also wirklich einfach nur aufsetzen und dann haben Sie Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Fensterputzen gehört bestimmt nicht mit dazu oder Dinge, die man gerne macht. Was macht man gerne? Man legt gerne die Füße hoch und trinkt ein Tässchen Kaffee. Oder schaut vielleicht dem Putzroboter einfach mal ganz entspannt zu. Mhm. Macht Spaß, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Oder man hat endlich mal Zeit für die Familie, für die Kinder, für die Enkel, für Freunde, die zu Besuch kommen. Ja, dann machen Sie in der Zeit irgendetwas anderes. Alles ist besser, schöner und sinnvoller als Fensterputzen. Und es ist vor allen Dingen auch gefahrlos. Nochmal zurück auf unser Eingangsthema. Wenn Sie da vielleicht jemanden haben im Familien- oder Bekanntenkreis, wo Sie wissen, ich, wie gesagt, dachte immer an meine Mutter, deswegen hat die auch mal sowas gekriegt. Die war am Ende dann 86 und hat es trotzdem noch gemacht, bis ich ihr sowas hier mal geschenkt habe. Weil man hat auch als Angehöriger ja kein gutes Gefühl, wenn man weiß, Muttern oder Oma oder Opa oder wer auch immer, die hängen da rum und begeben sich in Gefahr wegen blöder Fenster, die zu putzen sind. Machen Sie das, dann schenken Sie hier sowas. Ist wirklich ein Geschenk, das mit Geld gar nicht aufzuwiegen ist. Diese Sicherheit und dieses gute Gefühl. Und eben halt, man erkauft sich damit auch Zeit, sich selbst oder dem anderen, was ja sonst gar nicht geht. Freie Zeit, Lebensqualität, mal wieder was mit den Kindern, den Enkelkindern zu unternehmen, ohne immer diesen Druck haben zu müssen. Ich muss aber noch die Hausarbeit schmeißen. Und von der Preis-Leistungs-Verhältnis her, der ist so genial, der wurde sogar ausgezeichnet dafür auf der Erfindermesse in Nürnberg. Das ist wirklich ein absoluter Kracher. Ist übrigens auch derzeit vergriffen, aber es lohnt sich zu warten. Und bitte nicht erst warten, bis der wieder lieferbar ist, sondern jetzt schon mal vorbestellen. Denn nur dann sichern Sie sich den TV-Sonderpreis von 284,91 Euro. Und diese Pads, die Sie hier gerade gesehen haben, die sind ja waschbar. Die kann ich immer wieder verwenden. Sie bekommen jeweils zwei blaue und zwei gelbe Paare mit nach Hause. Das eine ist ein bisschen grober, das andere ein bisschen feiner. Sie bekommen eine Fernbedienung, Sie bekommen ein Sicherungsseil. Es ist alles dabei für den Preis. Es ist alles mit dabei und das für 284,91 Euro. Wir kommen hier, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, von der UVP so um die 400 Euro, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr so ganz genau. Das heißt, also das ist wirklich ein Kracherpreis, den wir Ihnen hier machen. Ich kenne sogar Fensterputzroboter, die in der Größenordnung von 800 Euro liegen. Also Wahnsinn. Das ist wirklich ein super Angebot, deswegen ist der ja auch bei uns permanent ausverkauft. Aber nochmal, sichern Sie sich da bitte den nächsten Listenplatz, weil auch für die nächste Lieferung, Sie sehen gerade eingeblendet das Datum, wie es aktuell erwähnt,
avisiert ist. Die nächste Lieferung, die ist halt auch schon zu weiten Teilen wieder reserviert. Sichern Sie sich Ihren Listenplatz, sichern Sie sich unseren Pöll-TV-Sonderpreis und dann entweder selbst die Füße hochlegen oder sowas verschenken und sagen, guck mal Mama oder Oma, Opa, wer auch immer, guck mal, was ich hier für dich habe. Du brauchst nie wieder Fenster zu putzen. Ach toll, Mensch, da zeigt einem aber auch denjenigen, dass man ihnen so viel wert ist, dass man wieder will, dass er viel Zeit hat, viel freie Zeit. Und es ist, wie gesagt, auch sehr gefährlich, Fenster zu putzen. Deswegen, also wenn Ihnen jemand, einen Menschen am Herzen liegt oder Sie selbst vielleicht sagen, ich brauche ein bisschen mehr Zeit für mich, dann ist das genau das Richtige. Und mit unserem nächsten Platz, da bringen wir kleine Sachen ganz groß raus. Man hat ja manchmal so Situationen beim Heimwerken, beim Basteln, beim Nähen, wo auch immer, da denkt man, oh, ist ganz schön klein, ne? Und da haben wir jetzt Abhilfe, nämlich mit Platz Nummer 2. So cool, nicht nur zum Nähen, auch zum Bücherlesen, zum sexy. Handwerkeln, für alles geeignet. Unsere Stirnlupe, die ist so wahnsinnig toll. Werde ich gekrönt zum Stirnlupenkönig, ich danke dir. Wow. So, war ein bisschen klein. Ich habe natürlich einen etwas größeren Dickschädel als Diana, aber kann ich ja alles hier hinten verstellen, ist ja gar kein Problem. So. Und jetzt ziehe ich das hier wieder stramm, zack, so, sitzt schon mal super. Cool. Also kann man auch alles hochklappen, überhaupt kein Problem. Aber das Entscheidende ist natürlich, wenn ich runterklappe und ich weiß nicht, Moment, sieht mich die Kamera so einigermaßen, dass man sehen kann, jetzt diesen Vergrößerungsfaktor. Du und das bist ist jetzt nur getroffen. Ein Glas. Es gibt ja insgesamt 4 verschiedene Lupengläser mit bis zu 3,5-facher Verstärkung jetzt hier. Und das können Sie dann auch noch kombinieren mit 2 Gläsern hintereinander, sodass wir auf insgesamt bis zu 8-fache Vergrößerung kommen. Dann haben wow. wir hier oben noch, schauen Sie sich das mal an, da ist jetzt dann auch noch ein Lämpchen mit dabei. Muss ich jetzt nur mal den Einschalter hier noch finden. Moment, da ist er, da kann ich hier nämlich dann auch noch Licht mir gleich auch geben und auch das hier noch mal ausrichten, genauso wie ich es brauche, also sowohl neigen als auch drehen. Und das ist ja meistens dann so, gerade wenn man dann so vornüber gebeugt ist, dass man da irgendwie sowas Kleines, löten zum Beispiel oder nähen, hast du gesagt, dass man da, dann beugt man sich ja auch meistens so runter und schwupps, hat man kein Licht mehr, weil wenn das Licht von oben von der Decke kommt, schattet man das ja selber ab. Deswegen ist dieses Lämpchen hier so wichtig. Und wie gesagt, Sie bekommen die Lampe, den Kopfaufsatz und diese Box hier. Moment, jetzt sehe ich allerdings gar nichts. Ich mache einen Blindflug. Sieht die Kamera was? So, hier, genau. Ja. Diese Box mit diesen 4 Gläsern, jetzt nehme ich das Ganze mal ab. Moment. Kann man nämlich hier auch wunderbar sehen. Ich habe ja 2 von diesen klappbaren Rasterungen. Das heißt, ich kann hier auch diese Zusatzgläser noch mit einklinken und habe dann, wie gesagt, insgesamt bis zu 8-fache Vergrößerung. Eine Lupe, die 8-fach vergrößert. Damit siehst du jedes einzelne Haar. Ja, damit kannst richtig. Du deine Wimpern zählen. Oder, also das ist irre. 8-fache Vergrößerung. Das hört sich wenig an, aber das ich habe es ausprobiert. Viel. Das ist irre, was man da alles mit erkennen kann. Also wirklich die kleinsten Details, egal für welche Arbeiten Sie es brauchen. Ja. Ich finde das super. Und vor allem, du hast die Hände frei, selbst wenn ich es jetzt nur zum Tageszeitung lesen benutze. Ne? Viele haben da so eine Lupe, die hält man in der Hand, aber du hast immer eine Hand, die besetzt ist. Hier setzen Sie das auf den Kopf, passen das Ihre Kopfform an, das sitzt perfekt und Sie haben die Hände frei. Was siehst du gerade? Ich sehe gerade, dass ich da, glaube ich, einen Splitter habe. Habe ich noch gar nicht gemerkt, aber irgendwas ist da. Ja. So, zum Beispiel, auch das geht natürlich. Es also, ist für super. Alles einsetzbar, super. Ne? Ob jetzt hier beim Handwerken oder im Haushalt oder eben für die alltäglichen kleinen Sachen. Diese Stirnlupe kannst du überall einsetzen. Und auch praktisch, du hast zusätzliches Licht. Ich weiß, wenn ich meine Oma immer früher was zum Nähen gegeben habe, hat die immer über die Lichtverhältnisse geschimpft, hat sie gemeint, ich kann dir das nur tagsüber nähen, weil ich brauche dafür sehr gutes Licht. Und hier habe ich eben zusätzliches Licht, das ich eben genau dahin ausrichten kann, wo ich es brauche. Und das für 12,26 Euro. Ganz beliebt bei uns momentan im Sortiment. Bei dem kleinen Preis bis zu 8-fache Vergrößerung. Unser Platz Nummer 2. Und den gibt es mit der PE 1553 und der 569. Ein Highlight bei uns hier im Sortiment. Und somit kommen wir zu unserem Sieger. Und der hat es auch verdient, weil der hat ganz, ganz vielen unseren Zuschauern geholfen, sich endlich wieder selbst wertzuschätzen, wohlzufühlen und das ein oder andere Pfündchen zu verlieren. Hier ist unser Gewinner, unser Platz Nummer 1. I want it all, I want it all, I want it all.
Und wir haben so viele Zuschriften bekommen von Zuschauern, die sich vielen Dank dafür bedankt haben, dass wir so etwas im Sortiment haben und dass sie sich endlich wieder wohlfühlen. Sie sehen es noch nicht jetzt, aber die Rede ist von unserer Vibrationsplatte. Und zwar unserer besten, unserer intensivsten, unserer intelligentesten, sag ich mal, weil das ist jetzt wirklich ein Vibrationstrainer der Extraklasse. Wir reden von 3D-Vibration. Zeige ich Ihnen natürlich auch gleich mal. Das ist jetzt wirklich das Neueste auf dem Markt, was es nur gibt. Bei uns zu einem bezahlbaren Preis, weil ich habe von Vivian mir erzählen lassen, die ist ja auch auf so Sportmessen unterwegs und so weiter, dass es sowas dann gerne auch mal im vierstelligen Bereich gibt. So, das ist schon mal das eine. Es ist bezahlbar, jeder kann es. Und jeder kann es auch im Sinne von Fitness. Also selbst wenn man jetzt vielleicht, bei mir waren es zum Beispiel 12 Jahre, an die 12 Jahre, wo ich nichts mehr getan habe. Wenn man sagt, Mensch, ich fühle mich nicht fit, ich habe ewig nichts mehr gemacht. Wie kann ich da wieder reinfinden? Gleich joggen gehen auf der Straße ist vielleicht nicht das Richtige, jetzt bei dem Wetter sowieso nicht. Oder ins Fitnessstudio gehen, da hunderte von Kilo pumpen und schwitzen, kann auch nicht jeder. Dann macht man die Übungen vielleicht falsch und dann ist es hinterher schlimmer als vorher. Muss man ja auch vorsichtig sein. Ich spreche da, wie gesagt, aus eigener Erfahrung, habe da alles schon durch. Diäten natürlich auch gemacht. Und was macht man? Na, 3, 4 Wochen hält man es durch, vielleicht mit Glück 5 oder 6, aber spätestens danach ist Schluss. Hier mit dem Vibrationstrainer halten Sie das durch. Kann ich Ihnen versprechen, weil ich habe es durchgehalten und ich bin wirklich da jetzt nicht der Prädestinierteste für, wie wir zum Beispiel unsere Vivian oder Anne-Kathrin. Naja. So, hier ist es so einfach, man stellt sich ganz einfach drauf, ich nehme mal die Fernbedienung mit, schwupps. Tja, das war's schon. 10 Minuten am Tag. Was will man denn bitte schön noch mehr, als zu sagen, ich muss mich nur draufstellen, 10 Minuten am Tag reichen und jeder kann es, egal wie alt, egal wie fit oder unfit. Also vielleicht nicht, wenn Sie jetzt gerade frisch von der OP kommen oder hochschwanger sind. Ja, aber alle anderen können es. Ich habe es geschafft. Nach einem Jahr habe ich damit 10 Kilo verloren, mit nichts anderem als 10 Minuten am Tag. Ich weiß, dass klingt immer so ein bisschen wie dieses typische Marketing-Gejodel. 3 Minuten Übungen am Tag und Sie sehen aus wie Arnold Schwarzenegger. Ich bin ja vor einem Jahr zu Pearl TV gekommen. Gutes Jahr inzwischen. So, und habe es ja auch nicht geglaubt. Ich habe ja auch gedacht, das erzähle ich keinem. Das muss ich erst mal ausprobieren. Habe mir, wie gesagt, so ein Ding mit nach Hause genommen und habe nichts anderes gemacht als diese 10 Minuten am Tag. Und wie gesagt, in einem Jahr 10 Kilo, ohne einen Schweißtropfen, ohne Diät, ohne irgendwas. Man fühlt sich deutlich besser. Bei mir zum Beispiel hinten die Rückenschmerzen, die ich immer hier unten in der Lendenwirbelsäule hatte. Ich habe mir sogar Spritzen geben lassen müssen. Die kamen immer wieder. Seitdem ich das mache, alles wunderbar. Und jetzt hier haben wir auch noch 3D. Ich zeige Ihnen mal kurz, was das bedeutet. Das war diese typische Kippbewegung, die wir hier haben. Ich kann aber auch über die Fernbedienung oder direkt hier am Gerät den zweiten Motor aktivieren. Und Sie sehen, plötzlich habe ich die horizontale Bewegung. Und ich kann vor allen Dingen beides miteinander kombinieren. Das heißt, das Kippen und die horizontale Bewegung. Und deswegen kommt diese super intensive 3D-Bewegung zustande. Ich habe heute noch nicht, deswegen stelle ich mich mal drauf und kann dann jetzt auch noch entscheiden, mache ich die Füße ganz eng, macht man vielleicht am Anfang, weil das ist jetzt so ein moderates Gehen. Oder Füße ein bisschen weiter auseinander, das ist dann eher schon so wie so ein sportliches Laufen. Oder sage ich mir, nee, ich möchte das intensivste Erlebnis. Machen Sie das aber am Anfang vielleicht die ersten 2, 3 Tage nicht. Fangen Sie da langsam an, weil da macht es ja jeden Tag. Das ist ja das Schöne, diese 10 Minuten. Also ich mache es entweder morgens, während der Kaffee durchläuft, oder abends, wenn ich nach Hause komme und die Nachrichten schaue im Fernsehen, weil 10 Minuten sind ja nichts. Da gibt es dann auch keine Ausrede mehr nach dem Motto, Schatz, das geht aber heute nicht. Macht man immer, wann man will. Es passt aber auf jeden Fall. Und deswegen hält man das auch 365 Tage im Jahr durch, anders als jede Diät. Und das ist eben das Schöne hier, dass da jeder sein individuelles seinen Trainingsrhythmus findet. Und das Draufstellen ist ja auch nur der Anfang, weil Sie können ja viel, viel mehr Übungen damit machen. Wenn Sie dann später merken, ich möchte ein bisschen mehr die Beine, den Po, den Bauch, die Schultern, den Nacken, es ist ja für den gesamten Körper ideal. Da gibt es dann Übungen für. In der Bedienungsanleitung finden Sie da auch schöne Bildchen. Kathi zum Beispiel macht es ja auch. Diana macht es, Anne-Kathrin macht es. Wie gesagt, ich mache es, Ralf macht es, jeder macht es, weil das ist passives Training.
Mit 10 Minuten am Tag sind auch Sie mit dabei. Ich liebe diese Vibrationstrainer. Ich bin denen sowas von dankbar, weil, wie gesagt, ich habe alles ausprobiert. Mit Joggen, mit Fitnessstudio, mit Diäten und Co. Mhm. Es hat einfach nichts nachhaltig bei mir gewirkt. Das ist das Entscheidende. Das Erste, was bei mir funktioniert hat, und wie gesagt, jetzt ein gutes Jahr mache ich das jetzt, sind diese Vibrationstrainer. Deswegen liebe ich die so. Deswegen kann ich Ihnen da nur persönlich zu raten, machen Sie das, rufen Sie da an, bestellen Sie, weil jetzt haben wir ja auch einen Spitzenpreis, wo auch wirklich jeder zuschlagen kann. 237,41 €, liebe Zuschauer, das ist ein Knaller, weil durch diese zwei Vibrationen und Bewegungen unterscheidet diese Platte sich auch von herkömmlichen, die es momentan auf dem Markt gibt. Also wirklich innovativste, neueste Technik für einen Wahnsinnspreis von 237,91 €. Und Lutz hat es gesagt, super in den Alltag zu integrieren. Sie müssen nicht erst in irgendeinem Fitnessstudio, und Sie werden es wirklich merken, dann auch später in den Knien, wie man vielleicht weniger Schmerzen hat oder wie man die Treppen plötzlich steigen kann, ohne sofort aus der Puste zu kommen, oder die Lieblingsjeans, die plötzlich wieder passt, und man merkt es einfach, dieses allgemeine Wohlbefinden, und das ist doch das, was wir wollen. So viele Zuschauer haben bereits zugeschlagen und bestellt und sind hochauf begeistert. Lesen Sie auch mal gerne auf unserer Online-Seite nach, da haben wir ganz viele positive Kundenbeiträge dann auch aufgelistet. Tun Sie es auch, indem Sie jetzt anrufen 0180 51 51 und dreimal die 2.